Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Paradies-Bundle von 187 Straßenbande. Alle weiteren Informationen zu dieser Single und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Paradies von 187 Straßenbande, das Ganze am 22. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein Bundle zur Single Paradies. Wir haben hier das Bundle bestehend aus zwei Inhalten, und zwar einmal dem Shirt und einmal der Single an sich. Beides noch in Folie. Beides werden wir mal aus der Folie befreien. So, einmal die Single und einmal das Shirt. Saphir, Jesus und Bones sind mit dabei. Alex Maxwell nicht. Alex hatte vor kurzem sein Solo-Album rausgebracht, Inhale, Exhale. Und Maxwell war auch nicht mit dabei. Aber die drei Herrschaften, die hier abgebildet sind, die waren zu dem Video im Libanon, genauer gesagt in Beirut, glaube ich, hauptsächlich entstanden das Ganze. Wir haben hier einmal das Cover, die drei Herrschaften hier abgebildet. Von links nach rechts, dann lesen wir hier unten 187, hier oben Saphir, Jesus, Bones, Paradies. Normales Jewel Case, auf der Seite auch nochmal beschriftet und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Es sind zwei Tracks, also einmal regulär der Track und einmal in der Instrumentalvariante, also rein der Beat. Dann haben wir hier die Credits aufgedruckt, also wer hat produziert, wer war hier sonst noch so beteiligt. Barcode und sonstige Infos, die ganzen Logos, okay. Gut, dann schauen wir mal rein. Das ist das Booklet, beziehungsweise es ist ein schlichter Einleger. Hier einfach mit Wendecover, also wenn man möchte, kann man das Ganze auch auf dieser Seite verwenden. Alternatives Cover zur Single. Ich werde es mal bei dem regulären Cover belassen. Dann haben wir die CD, die kommt hier. In schwarz, so sieht das aus, hier auch nochmal die Tracklist abgebildet und dann hier unten türkis und gelb, hier lesen wir auch 187 Middle East und hier dann auch nochmal etwas größer. So viel zu dieser Single. Dann haben wir mit dabei noch ein Shirt, dieses ebenfalls in schwarz. Und das Ganze gab es natürlich in verschiedenen Größen, also von S bis XXL gab es, glaube ich, diese Shirts zu wählen. So, was haben wir hier? Wir haben hier einerseits eine Landkarte, wo wir eben hier den Libanon sehen und Beirut eingezeichnet. Was haben wir hier noch? So, Stempeloptik, 187, Palmen, dann die Mondsichel und hier unten auch nochmal der Schriftzug. Also im Prinzip das, was wir als Alternativcover hatten, auf der Rückseite dieses Einlegers, hier nochmal groß auf dem Shirt aufgedruckt. Auf der Rückseite ist sonst nichts weiter, also hier in schwarz gehalten. Und wir haben es zu tun mit einem Shirt von Gildan, ein Gildan Heavy Cotton, 100% Baumwolle. Ich habe mich entschieden für Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Und das Ganze ist Made in Haiti. Grüße gehen raus. So, dann schauen wir uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie dieses Shirt getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem riesigen Aufdruck, der hier oben vom Brustbereich bis hinunter zum Bauch, bis zur Hüfte schon geht. Dann haben wir unten den Schriftzug, dann die drei Herrschaften hier abgebildet und ansonsten hier eben diese Landkartenoptik und diverse Symbole, daneben der 187 Schriftzug und man hat sich hier auch von den Farben an der Flagge des Libanon orientiert, also die Farben Rot, Weiß und Grün hier auf jeden Fall sehr stark präsentiert. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, die Größe war frei wählbar.
Dann haben wir natürlich die Single, die kommt hier im Schulcase mit zwei Tracks, einmal im regulären Track und einmal der Instrumentalversion. Jawohl, das Ganze war auf 80.000 Stück limitiert, ist, soweit ich es mitbekommen habe, jetzt großteils oder vollständig ausverkauft. Und das Ganze gab es unter anderem über Distributions und wenn man dort bestellt, dann kriegt man auch ein paar Sachen extra. In meinem Fall habe ich hier noch ein Poster mitbekommen von Saphir Neudeutsche Quelle, doppelseitig bedruckt. Und wie es auch immer bei Distributions ist, gab es dann auch noch diverse Sticker, in diesem Fall 4 Logo-Sticker obendrauf. Jawohl, also das alles in diesem wunderbaren Bundle Paradies von 187 Straßenbande. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 187 Straßenbande unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.